Die Bundesliga ist eine Farmers League. Diese Aussage wird vor allem vom internationalen Fußballpublikum auf Social Media immer wieder geteilt, wenn es wieder um den deutschen Fußball geht. Wechselt ein Fußballer zum FC Bayern oder gewinnt der FC Bayern ein Spiel hoch, kann man sich sicher sein, dass in den Kommentaren dutzende Male der Vorwurf Farmers League zu lesen ist. Doch nicht nur Personen außerhalb von Deutschland stellen diese Behauptung auf. Die Bundesliga ist eine Farmers League. Wir sind eine scheiß Farmers League. Es ist so, wir sind eine Farmers League. Aber stimmt das wirklich? Um zu klären, ob die Bundesliga eine Farmers League ist, müssen wir uns erstmal auf eine Definition einigen, was eine Farmers League überhaupt ist. Der Ausdruck Farmers League wird von Fußballfans dazu genutzt, eine Liga abfällig zu beschreiben. Der Vorwurf ist dabei, dass es der Liga an Wettbewerbsfähigkeit oder hoher deckender Qualität mangelt. Das Bild, was hierbei geschaffen wird, ist, dass der Liga-Beste die Trophäen einfach farmt. Heißt, wir prüfen im heutigen Video, ob es der Bundesliga an Wettbewerbsfähigkeit und hoher Qualität im europäischen Vergleich mangelt. Fangen wir erstmal mit dem einfachen Punkt der Wettbewerbsfähigkeit an. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. In den vergangenen 10 Saisons schaffte es der FC Bayern, 10-mal ununterbrochen Meister zu werden. Der Marktwert des Liga-Primus beträgt knapp das Doppelte der zweitwertvollsten Mannschaft. Wenn der FC Bayern es drauf anlegt, sind sie imstande, jeden Spieler eines anderen Bundesligisten abzuwerben. Aber klar, der Kampf um die Vizemeisterschaft ist tatsächlich Jahr für Jahr zumindest relativ offen. Diesen Rang belegte seit der Saison 12-13 7-mal Borussia Dortmund, 2-mal RB Leipzig, 1-mal Schalke und 1-mal der VfL Wolfsburg. Doch das zu werten macht leider keinen Sinn. Denn ein spannender Kampf um den Vizemeisterplatz täuscht nicht über die Tatsache hinweg, dass ein Verein ein Jahrzehnt lang Dauermeister wurde. Man kann also festhalten, auf die Wettbewerbsfähigkeit weiter drauf einzugehen, macht nicht viel Sinn. Denn diese fehlt der Bundesliga. Doch wie sieht es mit der hohen Qualität aus? Dabei vergleichen wir die Bundesliga mit Rest Europa und gehen auf die finanzielle Stärke, auf die internationalen Erfolge der vergangenen 10 Jahre und auf das statistische Power Ranking ein. Finanziell sieht es folgendermaßen aus. Zuerst haben wir uns die Gesamtmarktwerte der Top 5 Ligen Europas angesehen und diese anschließend durch die teilnehmenden Vereine geteilt, um den Durchschnittsmarktwert jeder Liga herauszufinden. Hier befindet sich die Premier League mit großem Abstand auf Platz 1 und die restlichen vier, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich, in einem relativ nahen Abstand auf Rang 2 bis 5. Natürlich zieht bei der Bundesliga der FC Bayern den Schnitt ziemlich hoch. Doch wenn wir uns die Qualität anschauen, macht es Sinn, die Bayern in der Wertung zu lassen. Wenn wir uns dahingegen nochmal die Wettbewerbsfähigkeit der Liga anschauen wollen, berechnen wir das Ganze wie folgt. Wir rechnen die wertvollste Mannschaft jeder Liga raus und schauen uns anschließend erneut an, wie viel die Vereine dann noch im Schnitt wert sind. Die wertvollste Mannschaft in der Premier League ist Manchester City, die 5% der Liga ausmachen. In der Serie A Inter Mailand mit knapp 8%, in der La Liga Real Madrid mit knapp 17%, in der Bundesliga natürlich die Bayern mit mehr als 18% und in der Liga ist es PSG, die tatsächlich mehr als ein Viertel des Ligawertes ausmachen. Je höher dieser Wert ist, desto mächtiger ist der wertvollste Verein der Liga. Doch auch nach Rausrechnen der wertvollsten Vereine ändert sich an der Platzierung der Bundesliga nichts, da sie sich weiterhin auf Platz 4 befindet. Nun kommen wir aber mal zu den internationalen Erfolgen der vergangenen 10 Jahre. Schaut man sich die Europa League und Champions League Sieger an, ist das Bild klar. Die La Liga hat insgesamt 7 CL und 6 EL Sieger hervorgebracht. Die Premier League jeweils 3 und Deutschland mit den Bayern insgesamt 2-mal die Champions League und mit Frankfurt 1-mal die EL gewonnen. Heißt, die Bundesliga muss sich auf keinen Fall verstecken. Doch ohne den FC Bayern würde diese Statistik ziemlich übel aussehen. Aber jetzt schauen wir uns das Opta Power Ranking an. Hierbei werden allen Vereinen auf der Welt nach dem sogenannten ELO-System Punkte von 0 bis 100 vergeben, unter Berücksichtigung diverser Statistiken, um alle Vereine auf der Welt vergleichbar zu machen. Die Bundesliga befindet sich hier, zur Überraschung von einigen, auf dem zweiten Platz der Welt. Folgende Grafik zeigt, wie gut die Vereine im internationalen Vergleich gerankt sind. Die Bundesligisten erreichen im Schnitt eine Punktzahl von 85,4. Natürlich ändert sich diese Statistik täglich, doch zeigt auch mal unabhängig von Titeln oder Marktwerten, wie gut die deutschen Vereine auf spielerischer Ebene sind.
Und was kann man jetzt also zu dem Vorwurf der Farmers League sagen? Naja, da dieser Vorwurf vor allem auf die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Ligen abzielt, kann bzw. muss man der Aussage leider zustimmen. Die Bayern farmen Jahr für Jahr die deutschen Trophäen ab. Ein Vorwurf der fehlenden Qualität muss sich die Bundesliga allerdings nicht machen. Sowohl finanziell als auch erfolgstechnisch oder auch in puncto Power Ranking befindet sich die Bundesliga in der Norm oder sogar in den oberen Plätzen der europäischen Top-Ligen. Und ganz von allem abgesehen ist es eine enorme Leistung des deutschen Fußballs, mit der 50+1 Regel sich auf diese Art und Weise mit der europäischen Elite zu messen. Und auch fantechnisch gehört die Bundesliga zum Nonplusultra. Doch das alles entkräftet leider nicht den Vorwurf, dass die Bundesliga eine Farmers League ist. Was sagt ihr dazu? Und Achtung, nächste Bundesliga-These. Der BVB ist der Verein, der die Bundesliga kaputt kauft. Stimmt das? Welcher Verein ist es wirklich? Antwort findet ihr im hier links verlinkten Video. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.